Willkommen zurück bei Wir in der Gewinnerregion. In unserem nächsten Beitrag geht es um die Naturbühne Steintele, eine Freilichtbühne in Friedingen an der Donau. Seit 1963 wird diese Bühne bespielt. Sie liegt in einem engen Trockental im Naturpark Obere Donau und gilt als weitestgehend naturbelassen. Der Verein verzeichnet ganze 340 Mitglieder. Die Saison beginnt nun in Kürze und natürlich wird schon ordentlich geprobt. Wir waren dabei. Der Schwarzwald brennt nicht ab. Dafür lass nur den Schatzhauser sorgen. Die Erde, sie muss kahl werden, wie der Mond. Dass die Sterne wieder unter sich sind. Der Standort der Naturbühne Steintele ist einmalig. Felsen und Wald bilden eine interessante Naturkulisse, die in der Form kaum irgendwo anders zu finden ist. Also wenn ich diesen Ort betrachte, dann sehe ich halt hier im Steintele eine Kulisse, die Naturbühne noch ist. Viele Bühnen haben das Problem, oder nicht das Problem, sie haben große Einzugsgebiete, sie haben viele Zuschauer, sie werden immer größer, sie werden immer moderner. Und das haben wir halt nicht. Wir sind hier begrenzt durch die Natur, wir spielen mit der Natur. Wir haben hier die Eichhörnchen genauso auf der Bühne wie die Vögel und wir können toll mit dem leben und das lieben die Leute bei uns. Hier wirkt alles sehr gelassen und urtümlich. Neben viel Spaß geht aber auch die Ernsthaftigkeit auf der Bühne nicht verloren. Franz Baum ist bemüht, dass jeder Laie sein Bestes gibt und gibt nach langjähriger Bühnenerfahrung wertvolle Tipps. Geben und nehmen im Theaterspieler. Wenn ihr bloß sagt, das ist schneller, dann kommt es vielleicht von alleine. Hier haben wir die Weite, hier können wir uns ausleben, wir können große Bewegungen machen, wir können große Schritte machen. Und ja, wie gesagt, das Tolle ist halt, dass wir so nah beim Zuschauer sind, nach wie vor. Das macht es so spannend, wenn man hier den Mittelweg hochläuft und läuft mehr oder weniger den Zuschauern auf den Seen rum. Das ist ein tolles Gefühl. Ja. Grüß Gott. Grüß dich, die Waldverderberer. Damit der Fächel dich vielleicht doch behält, Großvater. Schluss. Alle Mitwirkenden sind ehrenamtlich mit dabei und freuen sich jederzeit über Zuwachs. Heute proben sie für das Stück Das kalte Herz, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff, das Ende Juni Premiere feiert. Wir haben jetzt zwischenzeitlich junge Leute, die auch Verantwortung übernehmen. Mein Kollege, der spielt die Hauptrolle heute, der ist zwischenzeitlich in die Vorstandschaft nachgerückt und der wird mich auch demnächst beerben. Ich höre jetzt dann auf. Wir sagen, junge Leute müssen vorne hin, damit das Ganze ein bisschen wieder Schwung bekommt, sonst stagniert das Ganze, das wird langweilig und da haben auch keine Probleme. Also wir haben Leute, die wollen was tun und das ist toll, unwahrscheinlich. Ein Sonntag, wir müssen schaffen. Seit ich dich hab, ist allweil Sonntag. Ich finde es eine sehr besondere Atmosphäre hier und auch unsere Gemeinschaft ist echt super hier, ja. Nee, es ist vor allem auch die Atmosphäre, vor allem das im Freien zu spielen, weil es ist einfach so, wir haben kein Dach, wir sind völlig dem Wetter ausgesetzt. Dann hoffen wir mal, dass der Sommer sich gnädig zeigt und dem Freilichttheater in die Karten spielt.